Schnibbel die Schnapp und hallo Drio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 15 im Karrieremodus mit mir, dem Nefkara auf Legende und dem 1. FC Kaiserslautern. Heute in der Bundesliga gegen 1890 Hoffenheim. Ich weiß gar nicht, ob ich es gestern schon gesagt hatte in der Folge. Tuchel ist jetzt der Trainer, also wird Trainer von vom BVB, ja. Das ist doch auch mal was. Ja, kein, ja, die Formpunkte sind natürlich geil hier von unserem Kader. Schade, dass die beiden hier sich nicht verbessern. Gaia dementsprechend macht schon richtig Laune, dem zuzusehen. Hier gute Form von unseren Jungs. Patrick Roberts auch noch gar nicht. Serge hängt dich ab, Kollege. Genau wie er hier. Eine super Saison spielt da, der Lukas. In der Champions League vor allem. War sein erstes Champions League-Spiel, ja. Vorher noch gar nicht Champions League gespielt gehabt. So, was ist als nächstes gegen nach Hoffenheim? Ist lange Pause, dann Freiburg am Donnerstag. Oh, diese Woche kommt Doppel-Champions League. Ba, 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 ba. Vielleicht können wir diese Woche ja richtig positiv abschließen. In der letzten ist uns das ja nicht so gut gelungen. Oder beziehungsweise, ja doch, in der letzten ist uns das wirklich nicht gut gelungen. Ihr kennt das alte Spielchen. Wir rotieren unsere Stamm raus und Mitrovic und Lukas dürfen weiter erstmal bleiben. Serge geht raus, dafür kommt... Na, Puel, Leiva und natürlich Dolly. Für Patrick Roberts. Serge hat nämlich noch mehr Ausdauer auf dem Kasten. Hier, Startelf ist normale Defense von uns. Nefkara kann noch. Zelalem sieht ein bisschen müde aus. Dafür kommt Azoge rein. Und ansonsten Gatsev für ihn dabei. Der wird dann für Nefkara irgendwann früher oder später in der Partie Platz nehmen. Der pflückt. Ja, keine Form. Finne auch nicht. Aber unsere Ersatzverteidigung, die machen das momentan auch ganz gut. Wie gesagt, Nefkara spielt, Lukas spielt, Mitrovic spielt. Die werden dann wahrscheinlich auch ausgewechselt werden. Ich glaube, ich habe hier... Ja, das Vertrauen den Leuten. Das Vertrauen. Mitrovic ja wieder mit einem Tor in der Champions League. Da holt er sich seine Scorerpunkte. Heute gar nicht so viel rotiert. Linkes, rechtes Mittelfeld raus. Und das, ja, sonstigen ist eigentlich wieder Stammelf dabei. Nefkara, Mitrovic... Lukas, ja, der momentan auch gut spielt, aber immer wieder verletzt gerätscht wird. Wir springen rein in die Partie. Bundesliga-Alltag 1890 Hoffenheim gegen den 1. FC Kaiserslautern. Ja, wir werden von Hoffenheim empfangen. Wunderschön. Mal gucken, ob wir denn heute... So, das reicht schon für die Aufstellung. Perfekt. Perfekt. Ich hab's langsam raus, ja. Direkt X-Knopf. Also direkt die Weiter-Taste quasi nach dem... die Tabelle angezeigt wurde. Anstoß für uns in Rot. Hoffentlich können wir endlich mal nach einem Champions League Spiel besser spielen wie in den letzten Spielen. Ich mag das zu bezweifeln, aber wir haben heute gute Spieler drin. Und dann kommt ein Azoge und der ist kein guter Spieler. In der Saison. Aber nun gut. Kann ja nicht jeder geil sein. Oh, Matej. Aber das war dann doch stark, wie er den dann geholt hat. Natürlich Nefkara, der ist technisch richtig geil. Der auch in der Champions League schon wieder gezeigt gehabt. Und Mitrovic ist das nicht. Schön gemacht. Schlecht gemacht. Von Matej, also von mir hauptsächlich auch natürlich, weil da hätte ich den Ball nicht so mitnehmen dürfen. Gaia, starke Ballannahme. Natürlich geht Gaia auch an dem vorbei, easy. Ich frage mich so ein bisschen, was das Äquivalent hier ist. Warum der Unterschied denn so deutlich spürbar ist zwischen Liga und Champions League. In der Liga spielen wir wirklich nicht gut. Und ich verstehe es nicht. Auch hier von der Raumaufteilung. Ich habe mir jetzt mal genau angeguckt, wie wir denn stehen in dieser Champions League. In der Champions League stehen wir jedem Typen dick auf dem Fuß. Und hier ist das so Kilometer Abstand. Immer Sicherheitsabstand. Und ich verstehe das nicht.
ich drück die Leute richtig fett an den Gegner eigentlich. Ich zwing unsere Mannschaft eigentlich offensiv zu spielen und das tut sie dann einfach nicht. Das ist kein Abseits. Lukas steht da nicht im Abseits. Das war eigentlich ziemlich stark. Aber das ist auch Lukas. Der hat wirklich eine gute Ballkontrolle. Wird dementsprechend auch häufig gefoult. Gaia natürlich. Naueleva. Der kommt richtig gut. Naja. Das sah erst aus, als wäre der richtig gut. Im Endeffekt war er das aber leider nicht. Oh, Nefkara. Ja, das war stark gespielt. Löse dich bitte niemals von deinem Gegner, damit ich dich auch nicht anspielen kann. Also Mitrovic in der Liga ist ein Schatten seiner selbst. Ein ausgestorbener... Lol, das war richtig kacke. Das war, weil der im Abseits stand, musste ich den automatisch anvisieren. Geil. Und nochmal so eine richtig beschissene Aktion. Aber die war Naueleva jetzt schuld. Mehr oder weniger kann er eigentlich auch nichts für. Ist ein bisschen der Engine zu schulden. Kommt. Lauf! Abseits. Und war natürlich eine geile Aktion. Mitrovic braucht aber insgesamt viel zu lange für das Ganze. Ich weiß auch nicht, was mit dem los ist. Warum hat der diese zwei Gesichter zwischen Champions League und Liga? Ich verstehe den nicht. In der Liga bewegt er sich zum Großteil einfach gar nicht. Bleibt überall stehen. Macht keine guten Pässe, etc., etc. Und ich verstehe das nicht. Das ist in der Liga so schlecht. Und in der Champions League ist er so stark. Da steht er immer genau da, wo er stehen muss. Und hier zeigt er halt davon nichts. Und das ist halt der Grund, warum... Ja, da kann er das nur machen, weil wir scheiße verteidigt haben. Natürlich ist da wieder Lukas. Und wieder ist da Lukas. Was will er machen? Warum? Da steht da nichts und niemand. Der ist komplett alleine gelassen von seinem Teamkameraden. Boah, Asoge ist richtig scheiße in der Partie. Und nervt jetzt langsam total. Ben Adir, du bist besser als der Typ da. Aber meine Güte, ist Asoge hier in der Partie schlecht. Das Geile ist, das habe ich nicht mal gedrückt. Jetzt war es das aber jetzt schon. Übel, wie der nichts kann. Übel, ganz, ganz, ganz übel. Das ist ja richtig schrecklich. Auswechslung vollzogen. Gatsev kommt rein, das war's schon. Das ist die schnellste Auswechslung, die ich je gemacht habe in der Saison. Aber wer so spielt, der braucht sich nicht wundern, dass der von mir so ausgewechselt wird, weil das ist... So kannst du nicht agieren, genau wie Mitrovic hier gerade mit der Ballannahme, so kannst du nicht spielen. Alter, Lukas. Ist so awesome gut, spielerisch. Ja, da wollte ich eigentlich passen, aber da habe ich so überlegt, so, wenn ich den dann passe, dann kriegt er den eh nicht. Lukas, schon keine Ausdauer mehr. Das war gerade das Problem. Aber gut, das war auch mein Bolzen. Da hätte ich den Ball nicht so lange halten sollen. Aber ich will Mitrovic auch gar nicht anpassen. Das war das Problem. Den willst du auch gar nicht anpassen. Den wollte ich nicht die Kugel geben. Und dementsprechend ist er jetzt auch raus.
So, Augsburg-Köln-Abendspiel, Hamburg-Schalke 0:0, Hannover-Stuttgart 0:1, Freiburg führt gegen Bremen mit 1:0 und wir wechseln jetzt Mitrovic aus. Und ja, geht schnell, geht fix und wir werden offensiver den Ticken. Ja, Nagasawa war es heute aber auch grausig. Aber ihr habt ja schon gesagt gehabt, dass der teilweise überhaupt nichts mehr kann von dem. Das Problem ist einfach, dass er einer zu den langsamsten Spielern im Spiel gehört bei... Oh, lol, das... Keine Ballannahme und dann Frust von mir. Frust darüber, dass er den Ball nicht kontrollieren kann. Habe ich dann einfach zugegrätscht. Danke, dass da meiner hingelaufen ist. Nefkara! Schönes Tor, Lukas Nefkara. Natürlich die beiden. Lukas Torvorlage, Nefkara Tor. Wunderschön gemacht. Geil, das war gut gespielt. Erstes Mal in der Partie von uns eine schöne Aktion. Hier, zack. Lukas auf Nefkara. Und endlich rappelt's mal in der Kiste, beziehungsweise ich glaube, das ist unser erster Torschuss. Das ist nämlich gnadenlos effektiv. Nefkara, unser bester Schütze in der Saison. Ich meine, drittes Bundesligator? Ich weiß es gar nicht. Ja, auch drittes Bundesligator. Drei Champions League-Tore, drei Bundesligatore. Sind sechs Tore in der noch so jungen Saison. In der Champions League ist er aber auch trotzdem besser. In der Champions League ist aber unser ganzes Team besser. Aber hier Lukas, beste Aktion. Ich kann seine niedrige Wertung auch nicht nachvollziehen. Der war nicht schlecht. Ich fand Lukas super heute. Auch hier wieder richtig geil gemacht. Richtig schöner Pass. Paco halt nicht sonderlich stark. Der ist schneller als Niklas Süle und macht dann gar nichts draus. Also das war schon gerade bodenlose Enttäuschung wieder. Oh, Lukas aus dem Fußgelenk. Hammergeil. Also das wirklich Sahne. Oh, richtig viel Platz. Und abseits. Nahuel war abseits. Deswegen, ich habe mich schon gewundert, warum ich den angepasst habe. Ich habe es nicht gehofft, aber es ist am Ende so passiert. Ihr passt automatisch immer die Spieler am Abseits an. Da könnt ihr leider nichts dran ändern. Das ist einfach so. Danke für nicht vorhandenen Einsatz. Danke für nicht vorhandenen Einsatz mal zwei. Mattel fehlt. Ne, der ist nicht gut. Hammerhart, die grätscht ja nun noch rein. Und wir wechseln jetzt aus. Auch ein Lukas heute, der nicht in schlechter Form ist, aber Paco Alcacer und natürlich Nagasawa, die haben natürlich auch beide grausamen Fußball gezeigt. Da kommt jetzt ein Zungu rein. Ich hab's ja schon gesagt gehabt, ihr habt's ja gesehen gehabt. Nagasawa hat nichts auf die Kette bekommen, ist einfach nicht in der Lage zu irgendwelchen guten Aktionen.
Jetzt bitte aufpassen. Ah, stark. Guter Pass. Und den macht er nicht. Es ist schon wieder 70. angebrochen. Hier, 70. Minute. Wir werden defensiv. Gatsev. Nahuel Leiva. Gatsev. Endlich mal eine Aktion hier. Nefkara natürlich, der steht immer hinten. Und der verliert hier den Zweikampf. Ganz, ganz bitter, weil ihm seine Ausdauer da schrumpft und schrumpft und schrumpft, bis der Ball dann endgültig weg ist. Und da schiebe ich den Ball mit dem Nefkara jetzt aus. Stark. Ah, Gaia da, nicht sonderlich effektiv. War das schlecht? Oh Mann, ey. Ne, das wird nichts. Der Ball ist ins Niemandsland verschwunden. 1-0 gegen Hoffenheim. Wir spielen, wie gesagt, heute auch nicht gut. Hatten aber an den guten Nefkara, der für uns das Tor gemacht hat. Also das war ja wohl unter aller Kanonen, ne? Warum geht der überhaupt der hin, dieser dumme Idiot? Mann, ey. Krüppel des Jahres. Unsere Auswechselmöglichkeiten sind erschöpft. Lukas ist schon wieder voll im Arsch. Schön gemacht. Und das war's mit Lukas. Er kann nicht mehr. Lappenkopf. Elfmeter. Sehr schön. Das erste Mal jetzt. Jetzt lasse ich Paco den Ball reinschießen. Lukas wurde gefoult im 16er. Komm schon, Paco, mach dein erstes Saisontor. Hier Lukas, schöner Pass von Paco. Und dann hier wird er gestoppt. Da wird er gestoppt. Ja, Nefkara würde normalerweise gerne hier treten. Aber es geht hier darum, dass Paco Alcacer noch kein einziges Tor für uns geschossen hat. Und ich habe auch nicht mehr so viel Ausdauer. Was ist, wie sieht's denn aus? Paco Alcacer, wo ist der denn da? 73, sehr schön, guter Wert. Paco Alcacer. Endlich macht er sein erstes Saisontor. Paco Alcacer, 2:0. Gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Endlich, endlich, endlich. Da ist der Ball im Kasten. Klatsch. Schlägt's ein. Wir waren hier nicht unbedingt viel besser, aber machen halt dann doch die Tore. Und eigentlich haben wir nur 2 Torschüsse gehabt. Paco Alcacer endlich mit dem Treffer. Endlich mit dem Treffer. Lukas, geht's wieder einigermaßen gut. Und da ist es vorbei. 2:0, theoretisch Lukas, beide Tore vorbereitet. Nefkara, starker Schuss.
gutes Spiel wieder von unserer Nummer 13, unserem Kapitän. Wie in der Champions League gestern auch schon. Also da hat er beide Spiele jetzt relativ guten Fußball gezeigt. In der zweiten Halbzeit haben wir dann erst angefangen, Tore zu schießen, aber wenigstens sind sie dann gefallen. Also in der ersten Halbzeit war ja mal total die beschissene Idee von mir. Der macht auch momentan irgendwie nicht den Eindruck, gut zu sein. Schade eigentlich, aber das ist ja generell, trifft das ja irgendwie unser ganzes Team. Alter, Lukas gegen alle. Hammer. Hammerhart. Und Asoge, da wollte ich eigentlich schon lange den Ball abgegeben haben. Ballkontrolle gleich 0 und Nagasawa auch kein guter Spieler heute. Schade drum, aber Hoffenheim hat auch stark gespielt. Paco heute dann für Mitrovic reingekommen. Oder hat er eigentlich... Ja doch, für Mitrovic reingekommen, meine ich. Und dann hier ein Efkara aus der Distanz. Schöner Schuss. Ein typischer Nefkara, so wie man ihn kennt. Und das war natürlich auch eine gute Aktion eigentlich. Da habe ich echt Panik gehabt, aber da Williams steht einfach richtig. Und dann war die Chance erledigt. Ansonsten heute unsere Verteidigung hatte viel zu tun, hat das heute nicht so gut gemacht. Milanov und Kim Jong-un ist ja auch noch. Und dann hier Paco Alcácer. Er hätte es sich auch heute verdient, ja. Er hatte zwei Aktionen und dann der schöne Pass auf Lukas. Und dann ist es dann am Ende doch Paco Alcácer mit Saisontor Nummer 1. Auch wenn es ein Elfmeter ist. Egal. Es geht einfach nur darum, dass er sein erstes Saisontor geschossen hat. Und das hat er nun mal. Paco Alcácer 7,3. Bester Spieler bei uns. Ach, Jesus. Kein einziger Zweikampf gewonnen. Ja, habe ich gesehen. Die Auswechslungen waren berechtigt. Ihr seht, 5, alles Wertungen. Also keine gute Partie von Asoge, Mitrovic und Nagasawa. Mitrovic ging noch, der und Asoge und Nagasawa, die gingen gar nicht. Ja. Stuttgart gewinnt in Hannover, ansonsten gewinnen die Heimteams. Mehr ist den Spieler des Monats natürlich Gagawa. Nachvollziehbar. Nachvollziehbar. Jetzt ist eine Woche Pause. Länderspielpause, wir haben ja keine Nationalmannschaft angenommen gehabt. Gaia zeigt sich. Hoffentlich hat sich bei den Länderspielen keiner verletzt. Wäre natürlich echt unangenehm. Uruguay, das ist natürlich auch cool. Haben wir denn noch was offen? Ah komm, Polen sagen wir mal nein und Uruguay nehmen wir mal an. Trainerwechsel Uruguay, ja, müsst ihr ja eh euch keine Sorgen machen, die werdet ihr ja so oder so nicht sehen. Nefkara ist für die deutsche Nationalmannschaft nominiert, hammergeil, endlich. Da müsst ihr euch so oder so keine Sorgen drum machen, die Partien werden natürlich von mir nicht gezeigt. Hier schnell mal durchsimulieren hier, erste Partie, es muss eigentlich ein Sieg sein. Wir haben hier eine gute Mannschaft, komm schon. Simulieren, simulieren, hopp, hopp, hopp. Sehr schön, 2:1. So, und jetzt wäre die Partie gegen Freiburg dran. Spieler verletzt. Serge Gnabry verbessert sich weiter, genau wie Nefkara. Nice. Nice, nice, nice. Ja, Martinez haben wir ja gesehen. Danke, Chef. Nagasawa freut sich über den harten Einsatz. Und wir können mal reinschauen. Serge, ihr seht schon, richtig geil. Die verbessern sich hier. Wundervoll. Gaia auch eigentlich noch am Pumpen. Und Nefkara verbessert sich auf 83. Richtig geil. Und der gute Serge verbessert sich auch weiter. Lukas könnte mal langsam anfangen zu pumpen. 23 Millionen ist Mitrovic jetzt wert. Okay. Richtig geil. Nagasawa verbessert sich auch um den zweiten Punkt und ist jetzt 6 Millionen wert. Bongani Sunku auch nochmal ein Punkt. 4,2 Millionen wert, der 25-Jährige. Richtig geil. Paco Alcácer kriegt seinen zweiten Punkt in der Saison. Hammergeil. 83 jetzt. Ist nur ein Punkt hinter Mitrovic. Das ist cool. Sonst noch irgendwas, der sich hier verbessert hat? Na, Hector Bellerin, die hatten sich schon. Also das hat sich positiv ausgewirkt auf unser Team. Nefkara und Serge Gnabry. Nefkara jetzt genauso gut wie Paco Alcácer. Sind beide gleich. Serge Gnabry unglücklich. Das kann ich nicht nachvollziehen. Du spielst doch eigentlich die ganze Zeit. Hm. Das können wir nicht nachvollziehen. Wir sind Tabellenführer wieder. Habe ich gar nicht drauf geachtet.
Und ja, hammergeil. An dieser Stelle möchte ich mich aber schon wieder von euch verabschieden. Das war FIFA 15 im Karrieremodus mit mir, dem Nefkara, auf Legende und dem 1. FC Kaiserslautern. Und wir sehen uns dann morgen wieder gegen Freiburg. Und am Freitag ist Champions League dran, dann gegen Atletico Madrid. Das wird ein Brocken mal wieder, aber eine Champions League habe ich eigentlich weniger Panik wie vor der Bundesliga. Und wie gesagt, an der Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Hier war euer Nefkara mit dem 1. FC Kaiserslautern. Haut's rein, Leute. Ciao, ciao.